Hallo zusammen, wir sind auch wieder dabei, wenn Sie den Uli den Rhein entlang fahren. Ja, ich bin Traveler und ich kann euch viel über den Rhein erzählen und... Und ich bin Cindy und ich freue mich schon auf viele Leckereien. Unsere Sachen sind gepackt, die Fahrräder beladen und am frühen Sonntagmorgen geht es los. Da wir der Kurhessenbahn nicht trauen, fahren wir die 73 Kilometer mit dem Fahrrad von Korbach nach Marburg. Am nächsten Morgen geht es dann auf einer abenteuerlichen Zugreise von Marburg über Frankfurt und Stuttgart nach Zürich und von dort aus über Göschenen bis Andermatt in der Schweiz. Ich finde das klasse. Wir haben das geschafft. Und ich hätte das nicht geglaubt. Nicht bei diesen komischen Zügen, die das hier gibt. Die finde ich ja wohl abartig. Sowas haben wir noch nicht erlebt, ne? Ja gut, das war der höchste Einstieg, den ich ohne Stufe hier bei einem Fahrradwagen gesehen habe. So hoch. So hoch. Und, also es war ja wirklich also unglaublich. Aber wir sind am Oberalppass angekommen und wir können von hier unsere Tour starten, den Rhein entlang. Das ist der Oberalpsee. Ich bin echt begeistert. Außerdem diese Bergwelt. Also auch allein das, was wir auf der Fahrt hierher gesehen haben, schon mit der Bahn, mit der Matterhorn-Gotthardbahn. Ehrlich, das begeistert mich. Ich bin einfach nur hin und weg. Und wir sind jetzt mitten in den Wolken. Ja. Und ich bin mal gespannt, wie das auf der anderen Seite vom Pass ist, weil von hier kann man ja noch nicht rüber gucken. Nee, da bin ich nicht, auch mal. Wir sind auf der anderen Seite vom Pass. Ja, aber der Pass da ist runter. In die Richtung. Also du meinst jetzt, wenn wir da, wir wo sind wir entlang fahren. Aber wir können noch nicht. Ja, wir können nicht in die Richtung Thun gucken sozusagen. Ja, ja. Ja, weil das sieht man nicht, da sind wir noch auf Wolkenhöhe. Das da drunter ist das hier nicht. Doch, ich bin aber wirklich mal gespannt, weil aber das hier finde ich schon mal schön und ich finde es schon hochspannend, dass wir es überhaupt bisher geschafft haben. Seit dem Abenteuerbahn, das wir hinter uns haben gestern. Aber ist schon klasse. Und jetzt freuen wir uns darauf, den ganzen Rhein entlang zu fahren. Brauchen wir 4 Wochen lang nicht Bahn zu fahren. Ja, das finde ich schon mal klasse. Ich kann auch ehrlich, im Moment, ich kann keine Eisenbahn mehr sehen. Ja. Also von Weitem gerne, aber bitte Eisenbahn, nicht einsteigen. Ja, aber dieses Ein- und Ausladen. Der Fahrräder, nee, muss nicht sein. Aber ich freue mich auf den Rhein. Ja. Und dann lassen wir uns mal überraschen. Ja, dann lass uns mal so langsam weiter. Ja, wird auch ein bisschen frisch hier. Ja. Okay. Wir fahren nicht lange und schon lichtet sich der Nebel und wir genießen die Fahrt durch die herrliche Bergwelt Graubündens mit ihrer mannigfaltigen Natur. Bei herrlichem Sonnenschein erreichen wir dann Desentis mit seinem Kloster. Ah, Cindy, war das nicht schön in dem im 8. Jahrhundert gegründeten Benediktinerkloster Desentis? Schließlich gilt die Klosterkirche als eine der schönsten Barockkirchen Graubündens. Und dann dieser interessante, von Melchior Stadler geschaffene Hochaltar und... Ach, hör doch auf, ich fand das furchtbar. Ich finde das viel schöner, dass wir jetzt wieder Fahrrad fahren. Wenn ich auch zugeben muss, dass mir das Bergauffahren nicht so gut gefällt, wie das Runterfahren. Das ist furchtbar, mir wird doch immer so schlecht davon. Aber Cindy, das war doch toll in dem Kloster. Und dann noch dieses fantastische Museum mit seiner kulturhistorischen Ausstellung über die Geschichte des Klosters und die Textilien. Guck mal, Trevi, da fährt schon wieder Eisenbahn. Das ist doch viel spannender. Nein, das ist doof. Ich wäre noch viel lieber länger geblieben. Cindy, endlich machen wir mal eine Pause von diesem endlosen Fahrradfahren. Das letzte Stück hier am alten Rhein war ja furchtbar. Mir ist immer noch ganz schlecht. Ich will nur endlich ankommen und ins Bett fallen. Ach du, hier ist das doch wirklich toll. Die Natur, das rauschende Wasser. Furchtbar, dieses Rauschen. Mir dröhnt doch sowieso schon der Kopf. Und Steine, hier können wir uns richtig schön austoben. Komm, lass uns Steine ditchen. Nein, ich will nicht. Nicht. Du spritzt mich ganz nass. Hör auf. Ach komm, das war doch nur Spaß. Stell dich nicht so an. Ist ja schon gut. Ich höre ja schon auf. Beruhig dich doch. Noch ein paar Kilometer fahren wir, dann erreichen wir unser Hotel, das Casa Tödi in Thrun. Wir erholen uns bei einem kleinen Spaziergang durch das Örtchen. Ich finde uns gut. Ich finde uns richtig gut. Kleine Stückchen sind wir schon gefahren. Thrun haben wir verlassen. Thrun liegt da hinten. Da so, da unten.
Und ich finde, dass das ein Wahnsinnspanorama ist, oder? Ja. Und dann gucken wir mal, was uns auf dem Weg erwartet. Und auf jeden Fall bin ich schon mal ganz stolz auf uns, weil wir sind diesen Berg hochgefahren und mussten nicht schieben. Jetzt haben wir einen schönen Blick ins Tal. Ja, jetzt haben wir einen Blick ins Tal. Ja, hoffentlich. Müssen wir mal gucken. Und dann sehen wir mal, was wir heute noch alles so erleben werden. Ich bin schon mal wahnsinnig gespannt. Auf jeden Fall begeistert mich mal wieder dieses Wetter. Mich auch. Es gut. Wird wieder schön warm. Ja, das ist aber doch gut. Besser als Regen und Schnee. Richtig. Okay. Dann schauen wir mal, dass wir bis Chur heute gelangen. Ja. Traveler, ich finde das Fahrradfahren hier einfach toll. Auch wenn Silly und Uli manchmal ganz schön schnaufen. Nein, ich finde das furchtbar. Warum können wir nicht in so schönen Orten wie Ilanz, das seit 1289 das Stadtrecht besitzt und die schöne St. Margaretenkirche hat und die Stadttore mit? Aber Fahrradfahren macht viel mehr Spaß und man sieht so tolle Sachen wie die Schlucht bei Tavanasa. Nein, 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 ich habe doch so Höhenangst. Ach stimmt ja, das habe ich ja ganz vergessen, du Armer. Ich freue mich. Also ich halte das für ein Highlight hier. Ja. Das ist, für mich ist das ein absolutes Highlight von unserer Rheinradtour hier die Rheinschlucht. Das ist gewaltig. Das ja, und dann toll. Haben wir noch den Glacier-Express gesehen, der durchgefahren ist. Ja, das fand ich ganz toll. Da haben wir echt Glück gehabt. Das ist schon Wahnsinn hier. Ja. Viele kennen das gar nicht, oder? Ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall mich begeistert das, wenn man den Blick darunter hat und den Blick in die Richtung. Ich finde das einfach nur toll hier. Das ist schon ein richtiger Canyon. Und das ist schön. Das ist wunderschön ist hier. Vor allem, weil der noch so schön gefärbt ist durch das, die vielen Mineralien und diese. Ja. Das ist vom wirklich Wasser halt ein Gletscherfluss. Ja, doch, das ist richtig toll. Es fällt uns schwer, die Rheinschlucht zu verlassen. Wir genießen jedoch die Fahrt in der Bergwelt Graubündens, durchfahren Baustellen, betrachten die Wäscheleine, die zur Land Art Kunstausstellung der ersten Art Saffiental gehört und genießen auch auf unserer weiteren Fahrt die fantastische Natur um uns herum, bis wir dann gegen Abend Chur erreichen. Nachdem es uns möglich war, in der schönen Altstadt der ältesten Schweizer Stadt Chur unsere Fahrräder bei der Martinskirche vor der Zerstörungswut einer wohl etwas gestörten Frau zu retten, begeben wir uns zum barocken bischöflichen Schloss. In der Nähe des Schlosses hat man einen fantastischen Blick über Chur. Anschließend gelingt es uns auch, nach einigen Ehrfahrten, den Rheinradweg wiederzufinden. Ah, Traveler, ist das nicht herrlich hier? Das Wetter ist toll, der Rhein glitzert so schön und wir fahren Fahrrad. Nein, nein, nein! Warum können wir nichts Kulturelles machen? Wie zum Beispiel die Besichtigung von Schloss Sargans. Das hätte mir so viel Spaß gemacht. Aber nie machen wir so schöne Sachen. Genauso gut hätten wir doch auch zum Schloss Gutenberg fahren können. Das wäre doch auch schön gewesen. Das ist doch langweilig und doof. Fahrradfahren mit Silly und Uli macht doch viel mehr Spaß. Aber am liebsten würde ich bei der Hitze auch mal schwimmen gehen. Du nicht auch? Nein, nein und nochmals nein. Ich würde so gerne mal eine Schlossbesichtigung machen. Ich bin so traurig. Schade, dass das Schloss Vaduz, das im 12. Jahrhundert erbaut und im 16. und 17. Jahrhundert erweitert wurde, der Öffentlichkeit nicht mehr zugänglich ist. Ach, hör doch auf. Wir wollen endlich weiterfahren. Ich finde das schön, dass wir uns heute Morgen entschlossen haben, dass wir hier am Rhein entlang fahren und nicht da so im Hinterland fahren. Ja. Weil das ist ein bisschen blöd, fände ich. Also ich finde das hier am Rhein schöner. Ja. Weil ich meine, wir wollen ja auch den Rheinradweg fahren und nicht den Bergradweg oder so. Außerdem machen wir heute eine Dreiländertour. Wir sind in Bux in der Schweiz gerade losgefahren, sind über den Rhein drüber. Wir befinden uns zurzeit in Lichtenfels. Lichtenstein. Ja, du hast ja recht, in Lichtenstein. Und kommen dann noch nach Österreich. Genau, ja gut, und danach wechseln wir wieder in die Schweiz. Und dann sind wir wieder in der Schweiz. Genau.
Und heute verlassen wir ja auch kurze Zeit dann mal sozusagen den Rhein. Ja. Weil wir auch ein Stück am Bodensee dann entlang fahren bis Romanshorn. Ja, der ist auch Rhein. Da fließt der Rhein. Ja, ich weiß, dass der Rhein da durchfließt, aber ich wollte doch nur sagen, so direkt diesen Fluss. Genau, ja, ja. Und dann bin ich mal gespannt, ob ich den Bodensee endlich mal sehen kann. Ja, lass dich überraschen. Ja, weil sonst war immer Nebel, wenn ich am Bodensee war. Oh, oh ja. Trevi, ist das nicht toll heute? Wir fahren viel Fahrrad. Und was haben wir nicht alles schon gesehen heute? Und die Eisenbahn. So viel Eisenbahn haben wir schon lange nicht mehr auf einer Tour gesehen. Nein! Ich wäre viel lieber noch länger in Konstanz geblieben. Schade, dass im Münster unserer lieben Frau gerade ein Gottesdienst stattfand. Die Außenfassade war zwar auch interessant, aber ich hätte mich doch noch so gern im Innern umgeschaut und... Nee, das war doch langweilig. Wenigstens der Hafen in Konstanz war nicht ganz so langweilig. Da war wenigstens ein bisschen was los. Nein, das einzig Interessante am Hafen war die Imperia, die vom Bildhauer Peter Lenk entworfene und ausgeführte Statue, die 1993 aufgestellt wurde und... Bla bla bla. Da ist doch das Fahrradfahren mit Silly und Uli viel schöner. Obwohl ich ja zugeben muss, dass ich doch gerne mal wieder wie die Kinder im Wasser toben oder Boot fahren möchte. Aber egal. Ich bin ja mal gespannt, was heute noch so kommt. Wir setzen unsere Fahrt fort und erreichen Stein am Rhein mit seiner schönen Altstadt, in der wir uns eine Pause gönnen. Da sich das Wetter verschlechtert, setzen wir unseren Weg zügig fort. Bei starkem Wind und einsetzendem Regen erreichen wir dann gegen Abend unser heutiges Ziel, Schaffhausen. Ich finde das schön hier. Das ist sehr schön. Und außerdem freue ich mich wahnsinnig darüber, dass es endlich aufgehört hat zu schütten. Ja. Das war ja heute Morgen schon ein bisschen heftig. Jetzt noch ein bisschen weniger Wolken. Das kommt, das kommt. Ich meine, du siehst doch, der Himmel wird heller und freundlicher. Und aber lieber so, als dass es 29 Grad ist und zu brennend heiß. Ja, ich bevorzuge die 29 Grad und brennend heiß, aber das ist was anderes. Nein, aber ich finde das schön, dass es aufgehört hat zu regnen und... Wir sind jetzt wieder unten am Rhein, ein paar Steigungen hatten wir ja nun bisher schon und waren schon halt am Rheinfall bei Schaffhausen und da hatten wir dann Wasser von allen Seiten sozusagen, aber es war trotzdem interessant, vor allen Dingen, wir haben es überlebt, also keiner der Touristen hat uns umgeschmissen oder so, nur so ein bisschen und nur so ein bisschen verletzt mit irgendwelchen Schirmen und sonstigen Sachen, aber ansonsten war das eigentlich ganz nett. Und dann müssen wir, glaube ich, heute mal sehen, dass wir ein bisschen voran machen. Ja, wir haben noch ein paar Kilometer. Wir haben noch ein paar Kilometer vor uns und dann gucken wir mal und hoffen mal wieder auf ein bisschen besseres Wetter. Mhm. Ich jedenfalls. Ja, ja. Okay. Ja. Aber das glaubt ja noch keiner, dass das der Rhein ist. Das ist der Rhein, ja. Mhm. Wahnsinn. Schön, ich finde das Natur schön. Natur pur. Ja, aber das ist herrlich hier. Das ist wirklich toll. Nur kurze Zeit später lacht die Sonne wieder vom Himmel und so genießen wir unsere Fahrt. Wir passieren Bad Zurzach und gelangen nach Waldshut. Leider müssen wir hier eine Umleitung fahren. Dadurch wird es schon dunkel, als wir nach Laufenburg kommen. Von dort aus ist es nicht weit nach Bad Säckingen, wo wir übernachten. Zingi, ist Bad Säckingen, das 878 als Säckingjahr zum ersten Mal urkundlich Erwähnung findet, nicht toll? Alleine schon das fantastische Fridolinsmünster, das Wahrzeichen Bad Säckingens, das... Nein, Bad Säckingen ist doof! Wenn wir ja wenigstens in das Café gegangen wären, um Torte oder Eis zu essen. Ach du kannst auch immer nur an Essen denken. Guck dir doch lieber dieses schöne Schloss Schönau an. Und gibt's aber auch nichts zu essen. Und guck mal da, die Statue des Trompeters von Säckingen. Schließlich ist ja Josef Viktor von Scheffel zu seinem Buch Der Trompeter von Säckingen erst durch die Liebesbeziehung der artigen Maria Ursula von Schönau zu dem bürgerlichen Franz Werner Kirchhofer inspiriert worden. Hör auf! Hoffentlich fahren wir bald weiter. Ich habe gehört, hier soll es eine tolle alte Holzbrücke geben. Ja, du hast recht. Hierbei handelt es sich um die längste gedeckte Holzbrücke Europas. Sie ist nämlich 203,7 Meter lang und wurde mit ungefähr 520 Kubikmeter Eichen- und Fichtenholz... So genau wollte ich das nun auch nicht wissen. Ich will nur hier weg. Rechtsrheinisch setzen wir unseren Weg fort und gelangen nach kurzer Zeit in das Naturschutzgebiet Werramündung. Hier pausieren wir und genießen die Vielfalt der Natur.
Weiter geht es dann vorbei an Rheinfelden. Von hier aus ist es nicht mehr weit bis zu unserem heutigen Ziel, Basel und der dortigen Jugendherberge, in der wir übernachten. Wie gefällt dir denn Basel bisher? Viel habe ich ja noch nicht gesehen, aber es macht einen interessanten Eindruck. Historische Bauten, ganz moderne Bauten und so, ich finde das toll. Und du hast gesagt, dieses komische große Gebäude, da ist der Firmensitz von Hoffmann La Roche, oder? Genau, ja, ist der Roche Tower. Der Roche Tower. Ah ja. Ja gut, und auf der anderen Seite haben wir dann den im Hintergrund, was haben wir da gesehen? Das war Münster. Das Münster, genau. Das Münster von Basel. Und hier im Hintergrund ist irgendwie wie so eine Festung. Ja. Das ist schön hier. Ja, das ist toll. Mir gefällt das. Ah, Cindy, ist Basel nicht eine tolle Stadt? Allein schon dieses tolle 1504 bis 1514 erbaute Rathaus mit der Uhr von Meister Wilhelm aus dem Jahr 1511 und mit dem Gemälde von Wilhelm Balmer aus dem Jahr 1901. Und dann natürlich auch das Basler Münster, dessen heutiger Bau auf den Neubau aus dem letzten Drittel des 12. Jahrhunderts zurückgeht. Ich finde den hellen Innenraum der dreischiffigen Kirche, die 65 Meter lang und 32,5 Meter breit ist. Hör auf! Ich würde hier viel lieber Straßenbahn fahren oder Eis essen gehen. Außerdem ist das so heiß heute. Ich verstehe die Leute, die im Rhein schwimmen. Das würde ich jetzt auch gerne, um mich schön abzukühlen. Nein, du spinnst doch völlig. Ich verstehe die Leute nicht, die sowas machen. Dann betrachte ich doch viel lieber die Mittlere Brücke, deren offizieller Name Mittlere Rheinbrücke ist. Sie gilt als Grenze zwischen dem Hochrhein und dem Oberrhein. Die erste Brücke an dieser Stelle wurde in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts gebaut und war bis zur Eröffnung der Wettsteinbrücke im Jahr 1879 der einzige Basler Rheinübergang. Die alte Brücke wurde 1903 abgerissen und durch das jetzige Bauwerk ersetzt. Ach du, halt die Luft an! Guck mal, es wird schon dunkel und Zeit für uns zurück zur Jugendherberge zu gehen. Am frühen Morgen verlassen wir Basel und erreichen kurz hinter Saint-Louis das Naturschutzgebiet Petit Camargue Alsacienne mit dem traumhaft schönen Radweg am Canal du Nin, dem wir einige Kilometer folgen. In der Nähe der alten Zugbrücke in Kems gönnen wir uns eine kurze Erholungspause. Von hier aus erreichen wir über den Grand Canal d'Alsace den Canal du Rhône-Norin mit seinem ebenfalls traumhaften Radweg. Vorbei an Heiteren, der Ort heißt wirklich so, gelangen wir dann am späten Nachmittag nach Neuf-Brisach mit seiner 1699 bis 1702 nach den Plänen von Vauban erbauten Festung, die 2008 von der UNESCO zum Weltkulturerbe ernannt wurde. In ihr wird mit einem Kunstwerk dem Anschlag vom 7.01.2015 auf Charlie Hebdo gedacht. Vorbei am Laufwasserkraftwerk gelangen wir über den Rhein nach Breisach. Nach einem Blick auf das Münster quälen wir uns den Weg hoch und werden dafür mit einer wirklich fantastischen und traumhaften Aussicht belohnt. Trevi! Hallo Trevi! Was um alles in der Welt machst du da? Ich versuche mich mit Yoga zu erholen. Wovon bitte musst du dich heute erholen? Es ist tolles Wetter, der Kanal mit seinen Schiffen hier ist ganz toll. Wir fahren schön Fahrrad. Was willst du noch mehr? Es ist so heiß und wir machen kaum Pausen. Mir ist so schlecht. Ich will endlich in Straßburg ankommen. Dafür müssen wir aber noch mehr Fahrrad fahren. Ja, leider. Trotzdem, Hauptsache wir kommen bald in Straßburg an. Jetzt sind wir hier in Straßburg und hier führt ein schöner Kanal rund um die Altstadt rum, die wir gleich erkunden werden. So, jetzt sitzen wir hier im Café Le Gugelhopf in Straßburg und haben schon mal ein bisschen die Altstadt erkundet. Straßburg ist eine wunderschöne Stadt, umgeben von einem Kanal mit tollen Gässchen voller fantastischer Fachwerkhäuser und interessanter Geschäfte, wie zum Beispiel kleine Gemüsehändler, Friseure, internationale Lebensmittel, Modeboutiquen, alles, was das Herz erfreut. Ich kann das einfach genießen. Durch Straßburg zu laufen, im Café zu sitzen,
ein Cappuccino zu trinken. Und außerdem kann ich Uli nur beipflichten, dass Straßburg wirklich eine bezaubernde Altstadt hat. Nicht nur mit den Kanälen, sondern vor allen Dingen auch mit wirklich hervorragenden Geschäften, die mich über alle Maßen begeistern. Interessant fand ich auch das Geschäft zum Weinverkosten, in dem es dann auch Käse gibt, oder das Geschäft, in dem man die typische französische Kopfbekleidung bekommt. Und auch sehr, sehr schön ein ganz entzückender Buchhändler, an dem wir vorbeigegangen sind. Natürlich besuchen wir in Straßburg auch, allerdings ohne die schöne moderne Straßenbahn zu benutzen, die Barrage Robin und werfen einen Blick auf La Petite France, ehe wir uns zum Straßburger Münster, Kathedrale Notre-Dame de Strasbourg begeben, das wir leider nicht von innen besichtigen können, da gerade ein Gottesdienst stattfindet. Am nächsten Morgen verabschieden wir uns mit einem Blick auf den Hafen von dieser schönen Stadt. Ah, endlich haben wir Karlsruhe erreicht. Guck mal, Zingy, ist das Karlsruher Schloss, das ab 1715 im Stile des Barock erbaut wurde, nicht toll? Ich bin nur traurig, dass wir nicht in das im Schloss befindliche Badische Landesmuseum gehen können, weil es schon so spät ist. Schade, dass Silly und Uli beim Fahrradfahren so getrödelt haben. Jetzt spinnst du ja wohl völlig. Silly und Uli haben nicht getrödelt. Schließlich sind wir heute Morgen so früh losgefahren und durch so herrliche Landschaft gekommen. Da war das so kalt, ich hab so gefroren. Ach du Frostködel, aber das war doch auch an der Sauer so schön. Und die Schwäne da, das hat doch Spaß gemacht, ihnen zuzugucken. Ja, ja, aber ich möchte viel lieber in ein Museum gehen. Das machen wir bestimmt auch noch. Bei Maximiliansau queren wir den Rhein und erreichen so den linksrheinischen Radweg, dem wir dann vorbei an Wörth folgen. Bei Leimersheim nehmen wir dann die Fähre und wollen eigentlich rechtsrheinisch weiterfahren, was aufgrund immens vieler Baustellen und Umleitungen nicht so wirklich klappt. So dauert es dann ziemlich lange, ehe wir Germersheim mit seinen Überresten der königlich-bayerischen Festung, die nach dem Ersten Weltkrieg infolge des Vertrages von Versailles geschleift wurde, erreichen. Linksrheinisch setzen wir dann unseren Weg fort, um am späten Nachmittag Speyer zu erreichen. Guck mal, Trevi, der Blick vom Dom ist doch toll. Siehst du da den Dachdecker arbeiten? Ich finde das hier oben klasse. Nein, nein und nochmals nein. Ich will hier runter. Ich hab so Angst. Ich wäre viel lieber unten geblieben. Im Dom, da war das so interessant. Und dann der Kaisersaal mit den Schraudolf-Fresken, die während der Domrestaurierung in den 1950er Jahren abgenommen, auf Hanfgewebe montiert. Ach und du, hör doch auf. Guck dir doch lieber diesen tollen Blick an. Siehst du, da unten der Rhein. Nein, nein, ich will hier endlich runter und mir die Stadt angucken. Ah, wie schön, dass wir endlich wieder unten sind. Außerdem haben wir uns doch so tolle Sachen angeguckt. Das Altpörtel, das 55 Meter hohe westliche Stadttor der Stadt Speyer und dann die interessante Ölberggruppe vor dem Dom. Singi, habe ich dir eigentlich erzählt, dass der Dom zu Speyer die größte erhaltene romanische Kirche der Welt ist seit... Trevi, lass gut sein. Hör auf. Entspann dich endlich. Genieß doch das schöne Strandleben hier und trink etwas. Hier können wir uns so schön ausruhen. So, wir sind jetzt im Ludwigshafen und wie man nach da sehen kann, gibt es hier ganz viel Industrie und Dreck und Hafen und nicht unbedingt so prickelnd. Und wir sind von Speyer hierher gefahren, immer am Rhein entlang, obwohl wir den nie sehen konnten, weil der wieder eingedammt ist. Und jetzt hoffen wir, dass wir bald die Brücke erreichen und dann geht es auf die andere Rheinseite nach Mannheim und da ist es vielleicht schöner. Sing, ihr halt mich fest. Mir ist schlecht. Diese Fährüberfahrt, das war die Hölle. Ja, aber... Ich hätte mir so gerne das barocke Schloss Mannheim angeschaut. Schließlich handelt es sich hierbei um den zweitgrößten Barockschlosskomplex in Europa, nach Schloss Versailles und... Halt die Luft an. Ich dachte, dir sei schlecht. Ich würde hier viel lieber auf dem Boot liegen und mich sonnen, wie die Leute da. Nein, bloß nicht. Das ist furchtbar. Ich will hier weg.
Ich möchte endlich durch das triumphbogenartige Wormser Tor fahren, das ein Relikt der ehemaligen Befestigung der Stadt Frankenthal ist. Außerdem bin ich so gespannt, was Worms noch zu bieten hat. Uli, weißt du, wo wir hier sind? Nein, aber um uns herum ist Wein, Wein, Wein. Das finde ich schon spannend. Und du hast doch auch, gib das zu, du hast lecker geprobiert, ne? Ja, die Trauben sind. Ich habe mich nicht getraut. Man muss den neuen Jahrgang doch probieren. Nach vielen schlecht ausgeschilderten Umleitungen erreichen wir dann nachmittags Mainz und gönnen uns eine Pause am Rhein mit Blick auf die Mainmündung. Ist das nicht ein schöner Tag heute, Cindy? Unser Besuch im Gutenberg-Museum war so interessant. Ich wäre so gerne noch länger geblieben. Und dann natürlich der hohe Dom St. Martin zu Mainz. Die Bischofskirche, ja doch. Der Markt war toll. Die vielen Waren. Schade, dass Lilly nur eine Gurke gekauft hat. Und ach du, kannst du nicht wenigstens einmal an etwas anderes denken? Mich hat auch das Mahnmal St. Christoph so beeindruckt und mitgenommen. Ja, das stimmt natürlich. Aber trotzdem bin ich hungrig und durstig. Ich möchte auch wie die anderen Leute im Café sitzen und etwas essen und trinken. Bei schönem Wetter verlassen wir Mainz über die Theodor-Heuss-Brücke. Am Rhein entlang gelangen wir nach 20 Kilometern in die Rosen- und Weinstadt Eltville. Hier gönnen wir uns einen Blick auf das älteste erhaltene Gebäude von Eltville, Burg Krass, und auf die im 14. Jahrhundert erbaute kurfürstliche Burg, von der nach den Zerstörungen des Dreißigjährigen Krieges nur der Wohnturm erhalten blieb. Weiter geht es am Rhein entlang und wir passieren den Österreicher Kran, wechseln auf die linke Rheinseite und werfen von hier aus einen Blick auf das Niederwalddenkmal. Jetzt sind wir schon in Bingen mit seiner im 10. Jahrhundert erbauten Drususbrücke, der ältesten erhaltenen Steinbrücke Deutschlands. Von der Nahemündung aus können wir dann den vermutlich als Zollwach oder Signalturm erbauten Binger Mäuseturm sehen, der seit dem 19. Jahrhundert als Signalstation für die Schifffahrt gilt. Weiter führt uns unsere Tour am Mittelrhein durch das rheinische Schiefergebirge vorbei an vielen Burgen in das erstmal zu Beginn des 11. Jahrhunderts urkundlich erwähnte Bacharach mit seiner mittelalterlichen Architektur inklusive der schönen Stadtmauer. Guck mal, Cindy, siehst du da die Burginsel mit Burg Pfalz-Grafenstein, besser bekannt als Pfalz bei Kaub, die von Ludwig den Bayern als Zollburg errichtet wurde und... Ja, ich bin ja nicht blind. Aber jetzt wollen wir endlich weiterfahren. Ich bin hungrig. Oh nein, nicht jetzt schon weiter. Ich wollte so gerne noch... Jetzt komm! Nach kurzer Fahrt passieren wir, leider bei immer noch etwas trübem Wetter, die Lorelei, den im oberen Mittelrheintal gelegenen 132 Meter steil aufragenden Felsen. Weiter geht es dann vorbei an Bad Salzig und Burg Liebenstein nach Boppard. Hier gönnen wir uns eine kurze Pause. Vorbei an der Philippsburg fahren wir weiter und erreichen unser heutiges Ziel Koblenz. Wir nehmen die Seilbahn, die vom deutschen Eck zur Festung Ehrenbreitstein führt. Von der dortigen Jugendherberge aus genießen wir dann am Abend den traumhaften Blick hinunter zum deutschen Eck und über Koblenz. Mir ist immer noch so schlecht. Ich hasse Seilbahnfahren. Ich wäre viel lieber oben geblieben. Von da kann man so schön auf das deutsche Eck gucken. Und man kann auch das Kaiser-Wilhelm-Denkmal... Aber Seilbahnfahren macht doch fast genauso viel Spaß wie Fahrradfahren. Ich verstehe nur nicht, warum wir hier zu diesem doofen Schloss gefahren sind. Aber das kurfürstliche Schloss, das 1777 bis 1786 erbaut wurde, ist doch toll. Außerdem freue ich mich auch schon auf die Liebfrauenkirche, die 1180 bis 1250 auf dem höchsten Punkt der Altstadt erbaut wurde und... Nee, da freue ich mich viel lieber auf die Festung Ehrenbreitstein. Da können wir bestimmt noch gut rumtoben. Nein, das will ich nicht. Außerdem müssen wir da wieder Fahrrad fahren. Bei etwas trübem Wetter verlassen wir, ohne uns zu verfahren, die Festung Ehrenbreitstein. Vorbei an Neuwied geht es am Rhein entlang bis Andernach.
Hier betrachten wir in aller Ruhe die Stadtbefestigung und gönnen uns eine kurze Pause, ehe wir unsere Fahrt fortsetzen. Vorbei an Burg Namedy erreichen wir dann Bad Breisig. Hier müssen wir uns durch ein Volksfest drängen, das auf dem Rheinradweg stattfindet, und sind froh, den Anfeindungen zu entkommen. Nach ein paar Kilometern erreichen wir dann die Brücke von Remagen. Guck mal, Cindy, da! Siehst du die Brückenpfeiler dieser bekannten Brücke? Wie? Wo? Was denn? Na da, guck doch, die Reste der Brücke von Remagen, deren Sprengung im Zweiten Weltkrieg nicht so richtig klappte und über die die US-Truppen vordringen konnten. Ja, aber jetzt sind doch nur noch Reste da. Jedenfalls sehe ich nichts anderes. Ja, die Brücke stürzte am 17. März 1945 ein. Dabei fanden 32 Amerikaner den Tod und 67 von ihnen wurden schwer verletzt. Oh. Ja, aber guck mal, hier befindet sich jetzt ein Friedensmuseum. Wir setzen unseren Weg fort und gelangen schließlich vorbei an der Ruine Drachenfels und der Drachenburg zu unserem heutigen Übernachtungsziel Bonn. Nach einer kurzen Fahrt durch den Rheinuferpark werfen wir noch einen Blick zurück auf die Skyline von Bonn. Anschließend geht es am Rhein entlang. Vorbei an Industrie- und Eisenbahnanlagen erreichen wir Köln relativ zügig. Von der Südbrücke aus werfen wir einen Blick auf die Kranhäuser und den Kölner Dom, zu dem wir dann auch fahren. Aufgrund der langen Schlange am Eingang verzichten wir auf einen Besuch im Inneren und betrachten daher nur seine Außenfassade vom Domplatz aus, ehe wir uns dann unseren Weg über die Hohenzollernbrücke, die 1907 bis 1922 als Eisenbahn- und Straßenbahnbrücke errichtet wurde und heute einer der meistbefahrenen Eisenbahnbrücken Deutschlands ist, zur Jugendherberge Deutzbahnen. Was ist denn das da? Das ist Bayer. Das ist Leverkusen. Ganz viel Industrie und Chemie. Wir sind hier in Leverkusen und haben jetzt schon 1300 Kilometer zurückgelegt. So viel schon? Hätte ich so nicht gedacht. Viel schon. Und wir fahren dann in die Richtung? Nach Norden da, und wollen dann nach Düsseldorf. Heute aber ist Düsseldorf und dann Neuss und dann kommt Düsseldorf. Und das Neuss liegt auf der anderen Seite. Wir sind ja heute ausnahmsweise mal rechtsrheinisch unterwegs. Auf jeden Fall liegen diese ganzen Städte hier dicht beieinander und das ist ein großes Ballungsgebiet, habe ich gelesen. Ja, was auch etwas nervig ist, weil Umleitungsausschilderungen kennen sie nicht und Umleitungen gibt das hier zuhauf. Die kennen halt keine Fremden. Du hast ganz toll den Weg gefunden. Und wenn wir jetzt gleich weiterfahren, dann sind wir bald in Düsseldorf. Ach, bin ich froh, dass wir endlich in Düsseldorf sind. Schließlich bietet Nordrhein-Westfalens Landeshauptstadt ja kulturell... Ja, ja. Aber ich fand das heute so schade, dass wir nicht die Schiffbrücke über die alte Wuppermündung mit den drei auf die Namen Einigkeit, Recht und Freiheit getauften Schiffe benutzen konnten. Das hätte bestimmt viel Spaß gemacht. Nein, bloß nicht. Hör auf. Bei den Gedanken daran wird mir schon schlecht. Ach komm schon, ist doch gut. Lass uns doch da hinten Eis essen gehen. Nein! Hey Trevi, das ist doch toll hier. Hier kann man so richtig schön toben und... Nein, das gehört sich nicht. Schließlich ist das hier die Ruine der Kaiserpfalz Kaiserswerth, die auf eine Klostergründung des Mönchs... Ach, halt die Luft an und verschon mich mit deinen Ausführungen. Ich finde das hier nur schön zum Toben. Wir verlassen die Kaiserpfalz in Kaiserswerth und erreichen nach kurzer Fahrt Tiger and Turtle, die eine Achterbahn nachempfundenen Landmarke auf der Heinrich-Hildebrand-Höhe in Duisburg-Angershausen. Von dieser Anhöhe aus hat man einen hervorragenden Blick auf das nach über 1300 Kilometern auf dem Fahrrad erreichte Endziel unserer Rheintour, Duisburg und das Ruhrgebiet. Die Fahrradtour hat Spaß gemacht, aber jetzt freue ich mich auf zu Hause. Ja, ich auch. Tschüss und bis zum nächsten Mal.